So Leute, hier bin ich immer einkaufen. Das sind sehr korrekte Männer hier, die auch preislich entgegenkommen. Und diese größeren Palmen werde ich nächstes Mal auch mitnehmen. Ja, die habe ich schon reserviert. Nächste Woche kaufe ich das. Ja, ihr seht, ich gebe jeden Cent gerade für Bäume aus. Übrigens muss ich euch noch sagen, ich habe jetzt überlegt, mit Haus 3 nach der Regenzeit weiterzumachen. Die Regenzeit endet ja Oktober, Anfang Oktober. Das heißt, bis zur Eröffnung sind dann noch ein Monat. Und da in diesem Monat kann man noch zwei Häuser bauen, ne? Ein Haus dauert ungefähr 2 Wochen, wenn wir Vollgas geben. Heißt, nach der Regenzeit haben wir dann 4 Häuser sozusagen. Ja, aber aktuell ist der Fokus wirklich Bäume, 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 denn die Regenzeit beginnt sehr bald. Und ja, wir müssen schlau sein, ne? Zeit ist sehr wichtig, ne? Gerade bei diesen Bäumen, die brauchen Zeit, um Früchte zu entwickeln. Und deswegen ist es natürlich wichtig, so früh wie möglich damit anzufangen. Ja, deswegen ist gerade Nummer 1 Priorität Bäume und so weiter. So, die Palmen sind übrigens nicht billig, ne? Also eine Dattelpalme ist extrem teuer. Ja, wirklich. Ist eines der teuersten Palmen, weil die selten sind. Und Rotölpalme, also so wie ich sie nenne, die hat bestimmt noch einen anderen Namen, geht. Ne, mittlerer Preissegment. Aber die Dattelpalme ist extrem teuer. Ja. Yes. Big Fruit, okay. Nice. Hier sind auch noch Avocado-Pflanzen hier. Yeah, that's nice. Yes. And these ones are how much? These are you give 500. Okay. Yeah, next week I will get them. I will get some avocados and the big palm next week, yeah. Yeah, the coconut also. Yes. Dwarf coconut. So, meine lieben Savages, dieses Mal ist die Fahrt viel, viel einfacher. Denn die Palmen sind nicht so empfindlich, heißt, da muss nicht so viel Erde dabei sein, ne? Also wir haben die Palmen fast komplett von der Erde befreit. Also es sind fast nur noch die Wurzeln drinnen in der Tasche hier. Und ja, dadurch macht es natürlich alles etwas einfacher und angenehmer. Ich habe jetzt 3 Palmen gekauft. War nicht billig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall, Datteln in der Zukunft zu haben im Savage Camp und rotes Öl zu haben. Ne? Mit rotem Öl kann man sehr, sehr leckere Speisen zubereiten. Also ich bin mega, mega glücklich. Ich versuche immer, mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, weil ja, ich komme hier auf die Seite, habe hier manchmal Klienten für Selbstverteidigung. Dann hole ich halt immer diese Palmen, die gibt es hier, die gibt es bei uns in den Dörfern nicht. Und dann gleichzeitig connecte ich mit Leuten, wie zum Beispiel hier jetzt. Das ist jetzt wirklich eine Zusammenarbeit, die hoffentlich auch langfristig bleiben wird. Die haben alles, was man braucht. Die haben einfach alles hier. Alles. Ja, und ich mag es nicht immer hin und her zu springen, ne? Deswegen, ich mag es, wenn ich eine Person kennenlerne, die korrekt ist, dass ich mit dieser Person dann langfristig zusammenarbeite. Das ist eigentlich immer mein Ziel, ne? Ich bin nicht so dieser hin und her springende Typ, der überall immer die Augen offen hat und so weiter. Nein, wenn ich einen korrekten Typen kennenlerne, der mit mir zusammenarbeiten kann und möchte, dann bleibe ich auch mit dieser Person. Ja. Einfach nice, einfach nur nice. Übrigens, paar Bananenbäume habe ich auch von hier gekauft, ne? Ihr seht jetzt zum Beispiel hier. Übrigens, das Rote, was ihr seht, das ist Staub, ne? Momentan ist es sehr staubig hier in Gambia, besonders hier in der Stadt. Ihr seht, dieser Bananenbaum ist ungefähr doppelt so groß wie die, die im Savage Camp sind und hat schon Bananen. Ja, das ist der ganz klare Beweis dafür, dass auch unsere Bananenbäume in spätestens 6 Monaten Bananen tragen werden. Ja, es ist wirklich ein Paradies hier. Ich würde am liebsten den ganzen Garten kaufen, ne? Wenn ich reich wäre, würde ich das wirklich tun. Da würde ich einfach mal mit einem Truck vorbeikommen und einfach alles einpacken. Ja, aber wir sind nicht reich, deswegen alles Schritt für Schritt. So, meine lieben Savages, hier seht ihr die 3 Palmen. Ganz rechts
die Dattelpalme und links die zwei anderen Palmen, also die Rotölpalmen, so wie ich sie nenne. Ja, die Dattelpalme ist sehr, sehr scharf, ne? Wusste ich gar nicht. Ich habe mich gerade eben geschnitten, ne? Ich habe einfach so reingefasst und direkt geblutet. Ne? Also ich wusste gar nicht, dass die Dattelpalme so scharfe Blätter hat. Auf jeden Fall habe ich schon einen Platz ausgewählt. Die Dattelpalme wird zentral vom Wohnbereich gepflanzt. Ja, also Wohnbereich, Arena, zentral in der Mitte. Warum ist es mir so wichtig, dass die Dattelpalme zentral gepflanzt wird? Ja, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Dattelpalme ist eine sehr, sehr wichtige Pflanze sozusagen für das Savage Camp und steht auch sinnbildlich für Selbstversorgung. Denn du kannst dich nur von Datteln ernähren und überleben. Ja, wenn du jetzt mal so ein paar Monate lang nur jeden Tag zwei, drei Datteln isst, dann überlebst du. Und das macht natürlich die Dattel oder die Dattelpalme sehr, sehr speziell. Und deswegen muss diese Dattelpalme zentral eingepflanzt werden. Ja, die anderen zwei Palmen, da werde ich gleich noch gucken, wo ich sie hinpacke. Ja, es wird immer schwieriger, die perfekten Plätze zu finden, weil ich hier schon einiges geplant habe, auch mit den Malaina-Bäumen und dann noch weitere Zitronenbäume und so weiter. Ne? Ich muss mal kurz in mich gehen und überlegen, wo ich die zwei Rotölpalmen platziere. Übrigens habe ich heute zufälligerweise wieder mal eine Deutsche kennengelernt. Ne? Das passiert immer häufiger, dass ich irgendwie Deutsche kennenlerne, die für irgendwelche Organisationen arbeiten. Und heute war ich so auf der Fähre und auf einmal höre ich nur so Deutsch. Ich so, krass, ich drehe mich so um. Ich so, ah, du bist Deutsche, ja? Die so, ja. Und die so, ich so, woher? Und so, ja, Berlin. Ich so, ja, ich auch. Da haben wir angefangen zu reden, haben Nummern ausgetauscht, also haben uns super verstanden. Ja, sie ist aber eher so, ich sag mal so, sie glaubt noch an Politik und so weiter. Das hat man halt gemerkt im Gespräch. Aber trotzdem scheint sie sehr, sehr sympathisch zu sein. Ja, also solche Connections sind schon wichtig, ne? Man weiß ja nie, ne? Also ich freue mich schon, wenn ich hier Leute so kennenlerne, ne? Auch Deutsche speziell, weil ich bin ja in Deutschland geboren und ja, ich spreche hier eigentlich fast nur Englisch, deswegen ist es manchmal cool, mal wieder Deutsch zu sprechen mit jemandem. So, ich bereite jetzt schon mal die Stelle vor, wo ich dann die Dattelpalme gleich eingraben werde. Und dabei muss ich echt so ein bisschen lachen, weil wenn ich dran denke, wie ich das erste Mal einen Baum gepflanzt habe, das war katastrophal, ne? Da habe ich wirklich nur so ein kleines Loch gemacht, den Baum reingestampft und zack, tada, fertig. So, ich wusste so wenig und ja, das ist halt das Tolle auch hier beim Farming. Man lernt so viel dazu, ne? Also erstmal die Stelle bewässern, dass es eine schön wässrige Stelle ist, ja. Dann ein großes Loch buddeln, ne? Oder graben und danach in dem großen Loch in der Mitte dann ein kleines Loch graben. Dort kommt dann die Pflanze rein. Ja, so hat sozusagen die Pflanze ein Auffangbecken für Wasser, ne? Heißt, du musst immer nur den Schlauch in die Grube halten, die Grube voll machen mit Wasser und dann sickert das Wasser stundenlang nach unten. Ja? Und so hat die Pflanze natürlich sehr viel Wasser. Ja, ihr werdet gleich sehen, wie das dann am Ende ausschaut. Es ist verbracht. So macht man es professionell als Farmer. Ihr seht, schön in der Grube drinnen und sehr viel Auffangbecken sozusagen für Wasser, für frisches Wasser. So Leute, ich habe mich doch dafür entschieden, eine Rotölpalme zu verschenken und zwar an unseren Bauarbeiter hier, der das zweite Haus abgeschlossen hat und der ist wirklich loyal, das hat er mir bewiesen, obwohl er wirklich viele Aufträge hat, unterstützt er sehr, sehr gerne im Savage Camp, obwohl ich ihn auch nie komplett bezahle direkt, sondern immer Step by Step.
wie es sich normalerweise auch gehört, ne? Die machen ein Stück Arbeit und man bezahlt dann und dann machen sie wieder ein Stück Arbeit, dann bezahlt man wieder. Aber er hat halt auch andere Aufträge, ne? Von Kunden, die direkt alles bezahlen und so, ne? Aber er sieht halt einfach die Vision, er sieht die Zukunft. Und deswegen, da er loyal ist, bin ich zu ihm auch sehr korrekt, ne? Also wenn er hart arbeitet und alles, dann schenke ich ihm immer gerne Sachen. Und ich habe ihn eben gerade so beobachtet, wie er so wirklich so mit Herz und Blut gearbeitet hat. Und da habe ich mir gedacht, dann schenke ich ihm eine Palme und kriegt von mir heute auch die Bezahlung, weil er das zweite Haus komplett abgeschlossen hat, also mit Feinschliff und alles. Ja, der wird sich bestimmt sehr, sehr freuen. Ich werde ihm das gleich übergeben. Ich werde es natürlich nicht filmen. Ja, ich weiß, normalerweise macht man das so als YouTuber, dass man dann sowas festhält und so. Aber ich finde das halt einfach extrem unauthentisch und fake, wenn ich jetzt die Kamera vor ihn halte und dann, hier bekommst du was von mir geschenkt. Also, ihr könnt mir schon glauben, wenn ich sage, dass ich die ihm schenke, ne? Ja, Leute, so ist das.